Und damit, ja, willkommen zurück zum Let's Play Civilization 5. Ich glaube, das ist der sechste Teil. Mit Österreich hatte ich ja vor einiger Zeit, also ich glaube, das Spiel ist schon anderthalb Monate alt, ehrlich gesagt. Da hatte ich versucht, so einen alternativen Staat zu wählen. Und das ging ziemlich in die Hose, um das mal einfach zusammenzufassen. Genau, und ich habe gemerkt, wie unglaublich krass es ist, Stadtstaaten aufzukaufen. Lissabon habe ich gekauft mit richtig vielen Militäreinheiten. Das geht jetzt nicht mehr, das wurde rausgepatcht. Also wenn ich jetzt Wittenberg oder Hongkong kaufen würde, das würde sehr viel Geld kosten. Da müssen wir mal in die Diplomatie gucken, wie es da aussieht. Ich habe Krieg mit Amerika. Von denen habe ich jetzt momentan aber nicht so viel Schiss. Ah, soldatentechnisch. Mhm. Stimmt, soldatentechnisch hatte ich, glaube ich, Angst, dass Amsterdam mich angreift. Genau, ich würde sagen, ich spiele einfach mal weiter. Regenz leidet Hunger, das müssen wir mal verändern. Genau. Das können wir erstmal alles so lassen. Und ich brauche ja neue Happiness eigentlich. Was brauchen wir denn hier? Circus Maximus in 4 Runden. Theater baue ich. Boah, wie sind wir denn hier? Mhm. Okay. Ich glaube, ich wollte jetzt den Rationalismus weiterführen, oder? Oder die Ordnung. Bin mir nicht so ganz sicher. Also auf jeden Fall wollte ich nur das hier ins Patronat stecken. Ich glaube, die Ordnung wollte ich dann machen. Ja. Nochmal gucken. Die Ordnung gibt mir Wissenschaft pro Stadt. Boah, da geht's 15% hoch. Ich wollte ja einen Wissenschaftssieg machen, glaube ich. Ja, ich brauche das schon. Ja. Also ich denke, ich werde den Rationalismus dann ausbauen. Gut. Ich glaube, ich habe keine eigene Religion, oder? Habe ich eine eigene Religion? Ich glaube nicht. Oh, der greift Sidon an. Der Amerikaner. Gucken wir mal auf die Uhr, wie spät das eigentlich ist. Okay, bis 10 nach sollte ich nur spielen, dann ist auch meine Queue wieder gut. Also ich... Na, ist auch wurscht. Spielen wir einfach. Ja, brauchen wir das Kaffeehaus, oder? Oder eine Bank? Ne, Bank brauche ich auf gar keinen Fall. Ich mache hier im Moment unheimlich viel Gold. So. Wie, ich kann die Armbrustschützen noch nicht ausbauen, das ist ja echt heftig. Den wollte ich da, glaube ich, ran. Nicht angreifen. Was will ich denn dann mit dem Schiff eigentlich? Hier habe ich gerade frisch alles erkundet, könnte man sagen. Ich glaube, ich fahre dann einfach zurück. Genau, den kill ich einfach.
Dann kümmere ich mich mal weiter erstmal um Happiness. Da kann ich nichts machen. Dann fahre ich auch damit da ins Mittelmeer. Ist ja eine Europakarte, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also so richtig gut stimmt das halt nicht, weil das eine recht kleine Karte ist. Laufen wir mal dahin. Kann ich sie da noch ein bisschen helfen? Oh, ich hoffe, ich verliere jetzt meine Einheit dann nicht. Okay. Wie gesagt, getan, haben sie meine Einheit gekillt. Das hat Sidon immerhin ein bisschen Zeit gebracht, aber. Besonders gut ist es trotzdem nicht. Hier unten haben wir noch Seattle. I see, I see. Ich kann, glaube ich, jetzt hier. Fregatte killen. Okay, hab's aber nicht übernommen. Friedensvertrag mit Elisabeth wurde beendet. Die Engländerin. Sehr schön, hier kann ich Wissenschaft ausbauen, das werde ich auch sofort tun, weil ich ja glaube ich auch wissenschaftstechnisch ein bisschen hinten an bin. Genau, Alphabetisierung bin ich Vierter, das ist echt nicht gut. Ich könnte mal gucken, ob ich mit dem Wilhelm. Verteidigungsbündnis. Ich muss weigern. Ja, kein Bock drauf. Na gut. Einundachtzig Runden braucht er da. Wo ist er? In Philadelphia. Na, dann gehen wir mal woanders hin, oder? Haben wir da nicht noch andere Städte, die ein bisschen vielversprechender sind? Nee, nicht wirklich. Naja, aber mit 81 Runden, da kann ich den ja nicht lassen. Dann lieber nach Wien, oder? Um ihn zu sichern. Um Wien zu sichern. Machen wir das. Wilhelm hat den Louvre gebaut. Okay, das soll mich jetzt auch nicht so interessieren. Ist halt sein Ding, ne? So. Was wollten wir denn hier oben ausbauen? Alles eigentlich, ne? Ich glaube, hier sollte ich echt alles ausbauen. Hier habe ich ein Sägewerk gebaut. Dann kommt als nächstes hierhin eigentlich sowas, okay. Okay, Sidon geht's weiter an den Kragen. Mit Quebec war ich auch mal im Krieg, aber gehört ja zu Elisabeth. Ja. Ich wage es mal, mich dahin zu bewegen. Okay. Also militärtechnisch bin ich von der Welt her nicht gut dabei, aber.
Bin ich jetzt gerade nicht so ganz schlimm. Noch ein Kaffeehaus bauen. Oh, hier kann ich wahrscheinlich doch auch mal ein Wunder bauen, oder? Brandenburger Tor. Das bringt mir nichts. Kein gutes Wunder hier. Scheiße. Wie sieht es denn hier mit der Forschung aus? Einen vor der Industrialisierung. Dann kann ich die Fabriken bauen, da wollte ich wohl hin. Dann kann ich den Drall machen für Schützen. Und als nächstes kann ich die Eisenbahn bauen, genau. Aber dann wäre es vielleicht erst schlauer, die öffentliche Schule zu erforschen. Aha. Ich könnte mir ja erstmal Hongkong kaufen. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Nur befreundet. Muss ich wohl noch ein bisschen mehr geben. Diplomatische Ehe würde 430 Gold kosten. Aber immerhin komme ich jetzt auf 9 Zufriedenheit insgesamt. Sehr schön. Damit kann ich jetzt auch die Gatling-Kanone erforschen. Jo, machen wir es so. 25% mehr Gold. Ist jetzt nicht so spannend erstmal. So, jetzt baue ich hier. Ja, lieber erstmal die Wissenschaftstheorie, würde ich sagen, oder? Ach komm, den drei nehmen wir eben noch mit. Oh, da hätte ich jetzt, glaube ich, schon früher upgraden können, ja. Wie laufe ich denn jetzt mal am schlauesten? Eigentlich so. Und dann so. Und so. Bei dem kriege ich noch Schock. Angreifen darf ich nur nicht. Schade. Okay, ist auch fertig. Der macht aber keine Kultur da, das ist ja ätzend. Dann kaufen wir hier doch mal ein Monument, oder? Damit ich da ein bisschen Kultur kriege da oben.
Oh, ich kann ja Kathedralen kaufen. Das mache ich hier einfach mal. Ich gucke mir noch mal meine Religion an. Ich weiß nicht so ganz genau, wie die war. Genau, ich habe keine. Dann kann ich hier einfach eine Kirche kaufen. Warum nicht? Zack. Und schon habe ich eine Zufriedenheit mehr. Ich glaube, die Kirche macht auch Kultur. Genau, 3 Stück. Dann habe ich mir auch da das blöde Monument gespart. Perfekt. Aha. Nee, da warte ich, bis ich wieder 500 Gold habe. Was mache ich denn jetzt mit dem Bautrupp, Mann? Weißt du was, ich automatisiere die einfach. Und dann muss ich mir noch die Optionen angucken. Ersetzen. Entfernen. Ja, das können wir erstmal so lassen. Hab so das Gefühl, dass die Schützen mich hier auseinandernehmen, deswegen ziehen wir uns da nochmal zurück. Und dann gehen wir weiter drauf. Oh, ein Freibeuter. Das kommt mir eigentlich ganz gelegen, dann kann ich nämlich den Freibeuter mir schnappen. Da verstecke ich mich mal mit den Gegnern. Hier baue ich noch einen Kornspeicher. Warum auch nicht, oder? Nee, eigentlich brauche ich den nicht. Warum auch hier ein Kaffeehaus? Ich brauche jetzt eigentlich mal Kohle. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, wo die Kohle liegt. Sidon hat Kohle. Und das war's. Tyrus hat Kohle. Die könnte ich mir mal schnappen eigentlich. Die Kohle brauche ich. Hier oben Hongkong brauche ich eigentlich gar nicht. Okay, machen wir das mal bald, wenn ich 500 Gold wieder habe. Dann kann ich den mal hier in den Mangel nehmen wieder. Damit ist Sidon erstmal gerettet. Mm-mm. Forget it. Genau. Ich baue mal erstmal noch ein Arbeitsboot, um da oben die Krabben zu bekommen. Die schlagen sich da schön mit den Schützen, das gefällt mir. Sidons Verbündeter ist auch Holland. Das Problem ist halt, wenn ich da unten Tyros kaufe, dann wird mir der Holländer aufs Dach steigen. Oh, jetzt haben sie meinen Speer da unten doch kaputt gemacht.
Eigentlich kann ich jetzt langsam rüsten, oder? Gold habe ich genug. Dann kann ich langsam mal Atlanta angreifen. Dann machen wir das jetzt auch. Und der Drall ist fertig. Dann gehen wir auf Wissenschaftstheorie. Komm hier, plündern wir das nochmal. Kriege nämlich auch Leben zurück. Nach dem Patch ist das jetzt auch da, dass man Leben bekommt, wenn man plündert. Aber die Einheit müssen wir da eigentlich unten lassen. Ja, lassen wir es erstmal so. Tauschen kann ich da nicht, oder? Nee. Niederlande und England sind jetzt Freunde. Das gefällt mir gar nicht. Das wird doch auf einen Krieg gegen Niederlande hinauslaufen. Anders kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Genau, dann haben wir hier noch eine Gatling-Kanone. Und da baue ich auch noch einen Husar, warum nicht? Was haben wir denn hier so? Nee, zuerst werde ich ein Arbeitsboot bauen. So, dann werden wir das Barbarenlager holen. Kanone ist fertig. Befestige ich und hier kann ich upgraden. So, und jetzt hole ich mir den Rationalismus. Das sollte dann auch ein bisschen meine Alphabetisierung nachholen. Gut, vom Ernteeintrag bin ich zumindest jetzt schon mal Erster geworden. Das ist schon langsam aufgeholt. Gucken, was die Leute auf dem Stream so zu melden haben, ob da irgendwas nicht stimmt. Nee, mit dem Glauben... Ach nee, stimmt. Ich habe tatsächlich den Konfuzianismus. Habe ich gerade das Zeichen verwechselt? Ich dachte, das wäre England. Ich habe aber tatsächlich in meinem gesamten Land die Religion des Holländers und die ist Christentum. Er kriegt Zufriedenheit. Na gut, es ist harmlos, die Religion. Ich weiß auch gar nicht, wie man die jetzt wieder austreibt, ehrlich gesagt, so dass ich zu meiner eigenen Religion zurückkomme. Und ich habe auch eigentlich gar kein Interesse daran. Ist mir jetzt auch wurscht, dieses Spiel. Ich habe gesagt... Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich vor einem Monat gesagt habe, aber ich sag mir jetzt einfach, es lohnt sich nicht, das noch gegen anzugehen. Ich hole mir einfach nur eine Kanone. Zack. Such diesen blöden... Freibeuter, der irgendwo gespawnt sein muss. Und alle erhoben sich mit. Den großen Händler geworden. Gewonnen, besonders. Mit dem großen Händler mal runterschippern.
und mir Tyros holen. So, das Arbeitsboot ist fertig. Schon sehr schön. Ob ich den Freibeuter nicht wiederfinde. So, Atlanta hat 42 Defense. Ich glaube, da werde ich ganz schön viel ballern müssen, bis ich da irgendwie was erreiche. Jo, ich kann ja aber in der Zeit mal ein bisschen plündern. Sehr gut, die nächste Kanone ist fertiggestellt. Mit der werde ich mich jetzt rausbewegen. Ich kann ja auch ein Opernhaus bauen, ich glaube. Ich rüste weiter. In Graz hole ich mir dann auch einen Leuchtturm. Wieso habe ich da eigentlich keinen großen General da vorne? Fällt mir gerade auf. Architektur beginnt, wo das Ingenieurwesen. Wahrscheinlich hatte ich schon Bedenken, dass der Holländer mich angreift. Hier steht auch schon wieder so ein Schütze. Aber ich sollte ja schon meinen General zur Eroberung mit nach vorne nehmen. Gut, dann machen wir das auch. In zwei Runden ist er da, das ist ja heftig. Ja, hier. Baller ich den halt nur weg. Gibt's auch hier ein Kaffeehaus? Ja, warum nicht? Dann gehen wir jetzt zur nächsten Runde über. Zack. Hier an Land gehen. Abwarten. Plündern. Abwarten. Warten. Komisch. Ist mir irgendwie durch die Finger gerutscht. Ich glaube, dass ich etwas habe, was u enig belang zal inboezemen. Ja, klar. Uitstekend. Ist der Holländer jetzt doch wieder zufrieden mit mir? Das ist ja schön. Aber Verteidigungsbündnis will er trotzdem nicht eingehen. So. Ich bin jetzt befreundet mit Tyros. Ich habe fast 500 Gold bekommen dafür. Ich glaube, ich stecke ihm gleich mal 1000 Gold. Ja. Komm. Hat
doch keinen Sinn, oder? Ich meine, ihm jetzt 500 Gold zu geben und dann am Ende 10 Einfluss zu verpassen. Ich habe ihn eh nicht, wenn ich 500 Gold reintue. Kann leider nicht sehen, wie viel Einfluss... Ah, ihr benötigt 58 Einfluss zusätzlich. Nee, dann machen wir so. Und so. Okay, ich wusste gar nicht, dass man das sehen kann. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch 450 Gold. Das kann ich erst in 5 Runden machen. Wenn du willst. Dann habe ich jetzt Kohle bekommen dadurch, dass ich mit Tyrus verbündet bin. Und dann kann ich jetzt ja auch fröhlich Fabriken bauen in meiner ganzen Umgebung hier. Ah ja, und dann kann es jetzt auch losgehen, ne? Ja, sehr gut. Erstmal baller ich hier nochmal auf die Kanone. Und... Ich wollte doch eigentlich auf den General warten, fällt mir auf. Das, was ich da gerade gesehen habe, sieht auf jeden Fall... Ja, okay, es sind nur Lanciers. So. Und die Kanonen bewege ich dahin. Die Gatling Gun bewege ich dahin. Ja. Mal gucken, was Atlanta jetzt für einen Schaden reinhaut. Och. Das ging ja noch. Sogar noch eine Beförderung bekommen. Gut. Mal gucken, kann ich jetzt von hier aus auf Atlanta schießen? Ja. Dann beginnen wir mal die Belagerung. Kann ich das noch easy wegräumen? So. No sweat hier, kein Problem. So, mit dem kann ich auch noch darauf schießen. Und mit dem kann ich auch noch plündern. Ich bewege mich erstmal auf den Hügel. Ja, und dann kann ich die auch da erstmal stehen lassen. So, und hier fallen noch wilde Kreise. In der Hoffnung, irgendwann mal den Freibeuter zu finden. Aber ich glaube, der ist schon vernichtet. So, hier kann ich noch eine Fabrik bauen. Und weiter geht's. Nö, nö, nö. Jetzt, lass ich mich hier nicht mehr kaufen. Ich habe eine Gatling Gun verloren. Wissenschaftstheorie ist fertig. Schön.
von Sydney. Das ist nicht so cool. Gut, also in naher Zukunft gibt es jetzt nichts Erreichenswertes außer die Eisenbahn, würde ich sagen. Dann machen wir das doch auch erstmal. Oh, und ich kann der Technologie stehlen, auch nicht schlecht. Dampfmaschine oder Elektrizität. Na, dann nehmen wir natürlich die Dampfmaschine. Die Aktionen des Wissens. Denn das liegt ja auf dem Weg dahin, wo ich hin möchte. Großpersönlichkeit. Genau, Wilhelm hat immer noch geheime Pläne gegen mich. Wilhelm möchte aber eigentlich Amerika angreifen. Das sagen mir meine Spione. Oh! Dauert noch zwei Runden. Hier den da schnappe ich mir mal eben. Nee, nächste Runde geht ja nicht. Ich muss jetzt hier... What? Was ist denn hier passiert? Wieso ist denn das jetzt eine Marionette? Ich habe die Stadt doch gekauft. Sag mal... Na ja, gut. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass es eine Marionette ist, dann... War es doch auch nicht, oder? Müsste ich jetzt auch nochmal in das Archiv gucken, sozusagen, von den vergangenen Folgen. Ich glaube nicht, dass es eine Marionette war. Hier gab es jetzt einmal mächtig auf die Nase. Zum Glück darf ich einmal heilen. So, easy going. Hole ich mir die Stadt. Da schieße ich mit der Gatling an weg. Mit der Gatling an werde ich jetzt die Lanciers angreifen. Ja, Amerika ist mir total unterlegen jetzt mittlerweile. Genau, und den General, den lassen wir dann in Klagenfurt stehen. Und hier eine Runde noch, ne? Genau. Und die Schützen sind natürlich nicht zu unterschätzen, sag ich mal. Ui. Jetzt kommt er hier aber nochmal zurück. Jetzt sehen wir uns nochmal ganz gechillt zurück, würde ich sagen. Einen Moment. Das machen wir aber ein bisschen anders. Mit den Kanonen kann ich ja die Kanone schießen. Moment. Was mache ich denn da? Heile ich den? Nee. Ebene. Nehmen wir offenes Gelände. So. Da die öffentliche Schule. Und die Demografie sieht auch schon immer besser aus. Ich hole auch so langsam auf. Wie hatte ich da nicht gesagt Marionette? Ist ja blöd. Man muss ja eigentlich immer erst die Marionette nehmen, das ist ja Grundregel. Wo habe ich nicht aufgepasst jetzt?
So, und jetzt aber, oder? Nee, eine Runde noch. Komisch. Elisabeth hat den Eiffelturm fertig gemacht. Hm, dann gucken wir mal auch auf die Uhr. Oh, es ist schon 17 nach. Ja, dann mache ich jetzt hier einmal wieder Cut und mache die nächste Folge ein andermal. Aber ich glaube, das ist doch jetzt noch alles auf einem guten Weg. Hm, wenn man sich die Siegbedingungen anguckt, bin ich mit 1531 Erster. Ja, abgeschlagen mittlerweile. Ich denke, Washington, Atlanta hat es jetzt gerade noch gebracht. Trotzdem ist Amerika Zweiter. Man sieht das hier gar nicht so auf der Karte. Man denkt, Amerika ist ziemlich klein, aber hier oben, da wo Russland wäre, scheint auf jeden Fall noch viel Amerika zu sein. Hier ist noch was. Da haben noch mindestens zwei Städte Platz, wenn nicht sogar drei. Also ich denke, die Amerikaner haben noch ganz gut was in der Hinterhand. Außerdem kann mich ja auch noch Amsterdam jederzeit angreifen, deswegen sitzt da ja auch ein Spion. Steht ja nur aus drei Städten, das Holländische Reich hier. Naja. Gut. So viel für diesen Teil. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.